Fröhliche Weihnachten! Wir haben den 24. Dezember. Hallo Fröhliche Blümchen. Fröhliche und gesegnete Weihnachten. Genau. Ah, das war ist das Ostern, schön. Ne? Das war Ostern, ist egal. Der Papst spricht ihn nicht mehr so, aber wir haben tatsächlich Heiligabend heute. Ich kriege heute endlich meinen Millennium-Falken, oder? Du kriegst keinen Millennium-Falken. Ah, das ist immer das, was man sich am meisten, ist ja auch egal. Was wir heute im Kalender hatten, und da müssen wir jetzt ja einiges aufklären. Ne? Normalerweise so bei amerikanischen Serien kommt jetzt immer noch, was bisher passierte. Oder bisher bei Lost. Aber es ist ganz einfach, wenn ihr wissen wollt, was bisher passierte, guckt euch die ersten 23 Türchen genau, nochmal an. Genau, die sind noch alle online. Ah, da freuen wir uns noch über jeden Zuschauer und jeden Klick. Aber heute war zum Beispiel in City ein Weihnachtsmann. Auch sehr nicht süß. Total schön, kann man ja. Aber auch auf den Mond schießen. Genau, der bringt uns mit der Story überhaupt nicht weiter. Den packen wir jetzt hier auf die Rakete. Ja, ich gehe mal ran. Wir haben heute ja eh mehr Zeit, sehr Sendezeit. So, man sieht wieder deine Haare, macht aber nichts. So, schieß mal. Einfach hochwerfen. Hey, oh, okay, cool, ist weg. Ja, gut, ein Problem schon mal gelöst, ein Weihnachtsmann ist weg. Dann hatten wir, ja, was Süßes heute in Friendsland. Ach, wie schön, ne? Ja, oh, ein so Pinguin, süß. So wie er in der Natur vorkommt, nämlich mit rosa Schleife im Haar. Lila Schleife. Ja, macht nichts. Aber auf jeden Fall, so hat Jimmy, glaube ich, schon immer gesagt, so müssen sie eigentlich aussehen. Ja, süß ohne Ende. Mit Eisscholle auch hier. Wow, Wahnsinn. Wow. Okay, bitte nicht wieder wählen. Auch durch. Nein! Nein? Ach, der Hund kommt doch an. Ach so, der hat die lieb. Der hat die lieb, genau. Mm, zum Fressen gern wahrscheinlich. Richtig, ne? Eine kleine Liebesszene. Mm, ich gehe mal drauf, einmal Liebesszene und vorbei. Gut. So, jetzt waren wir ja noch hier, bevor wir zu Star Wars Land kommen. Hier ist ja immer Universum. Noch Drama. Baby, ne? Da waren wir ja geendet mit einem klasse Lindenstraßenende. Und es sieht dramatisch aus. Es sieht so aus, als wenn jetzt alle Helene Fischer irgendwie lynchen wollen würden. Die, weil sie keine Karten gekriegt haben, die anderen, weil wir uns nichts haben einfallen lassen, deswegen einfach nur so. Ja, zufällig. Und weil sie in Gefahr bringt, natürlich. Warum auch immer. Aber, und das ist jetzt richtiges Star Wars-Feeling, es kommen endlich er hier an. Er hier, den hatten wir ja schon lange, der war ja immer mal wieder im Bild, aber man weiß ja immer nicht, wer er ist. Und er kommt jetzt schnaufend hier an und röchelt noch ein gerade mal so hingehauchtes, ich bin euer Vater. Oh. Cool, ne? Ich glaube, jetzt für alles jetzt Star Wars, meinst du? Ja, für alles Star Wars, wenn sie sind wahrscheinlich total begeistert, zücken ihre Taschentücher und fangen an zu heulen. Natürlich, erst recht, wenn sie dann auch noch erfahren, dass das hier, die kommt nämlich auch noch an und sagt, ich bin eure Mutter. Oh Gott. Ja, da ist die Freude hätten wir das groß, nicht vorher absprechen können. Genau, da ist die Freude groß. Das Pärchen hier, da muss man sagen, das ist also... Wahre Liebe, die Schöne und das Biest. Star Wars muss komplett neu geschrieben werden. Ne? Die sind die Eltern von denen. Da können wir nur froh sein, dass wir uns in den ersten 23 Folgen nichts irgendwas mit Sex oder sowas einfallen lassen haben mit diesen ganzen Leuten hier. Weil das wäre immer Inzucht gewesen jetzt, haben wir jetzt rausbekommen. Das Einzige, was nicht Inzucht ist, sind die beiden Schneemann und Schneefrau. Nee, genau. Die können ja gar nicht Inzucht. Ach ja, okay. Egal. Ja, und, doch. Und die beiden auch nicht. Also, perfekt. Und dann kommt jetzt nämlich, jetzt denken schon alle, aha, wir sind ganz happy und glücklich. Er behauptet hier noch, ich bin übrigens euer Onkel. Nehmen wir jetzt mal mit, ne? Und ich bin hier euer Zuchtmeister, ist der Polizist. Aber, und da kommen wir jetzt bei Star Wars Land nämlich dazu. Star Wars was war Universum. Heute drin? Ja, genau, danke, so viel Zeit muss sein. Den hatten wir ja schon gestern. Also ne? Die Blechbüchse mit Geweih. R2-D2. Richtig, genau. Du musst jetzt nur noch BB-8 merken. Das, der ist alter Eisen. Aber sein Kumpel ist jetzt dabei. Guck mal hier. C3PO. C3PO heißt der. C3PO. Genau. Ist aus Gold sozusagen, ne? Die goldene Figur. Und hat einen Bart und einen Weihnachtsmann hier ein Säckchen. Ne? Und die beiden sind eigentlich auch so ein Traumteam. Die beiden mögen sich. Das ist eigentlich auch so ein Pärchen. Das ist bei Star Wars Universum so? Mhm, genau. Okay, R2-D2 und RCP. Sonst ich erkläre es hier nach dem Film nochmal. Okay. Die kommen jetzt ja auch angewackelt und die behaupten jetzt auch, die Eltern zu sein von allen. Das ist klar, das ist so wie bei Werwölfe. Da behauptet auch immer jeder, er wäre was Gutes. Du meinst das Brettspiel, also das Gesellschaftsspiel Werwölfe von Düsterwald? Ja, das kennen doch alle Zuhörer. Oder natürlich, nicht? Sonst erklären wir es ihnen nochmal. Ja, jetzt haben wir den Schlamassel, ne? Hier im Pärchen, ne? Die eigentlich aber nur irgendwie, denkt man ja nur Schrauben und Muttern hier zeugen können. Und hier zwei, wo man auch sagen kann, wo die Liebe hinfällt, ne? Man muss nicht immer alles verstehen im Leben. Doch, ja, logisch. Und verwirrte Kinder, Onkel, Tanten, ein Weihnachtsmann, der immer noch auf dem Mond ist. Da hinten lieben sich immerhin noch ein Hund und ein Papagei. Hier so ein Pinguin. Nennen wir ihn Pinguin. Was machen wir nun draus?
Warte mal, die beiden komischen R2-D2 und der andere komische mit drei O sowas, die sind ja die Eltern von den ganzen mechanischen Teilen. Stimmt. Die haben sich nur versprochen. Ja. Ja. Und sonst sind plötzlich, siehst du, die haben hier schon schwer durchgeatmet, weil sie dachten, oh Gott, wir von den beiden, dann doch lieber die beiden hier. Ja, und wir sind alle glücklich. Ja, das einzige Problem ist, der Weihnachtsmann ist weg. Der macht ja nichts. Die sind trotzdem alle glücklich. Hier, er hat ja schon sein Kostüm an, obwohl den Weihnachtsmann können wir dann wieder dazu holen. Ne? Ja. Weil jetzt muss es doch einmal ein Geschenke geben, weil heute ist doch Heiligabend. Ja, also hier, vom Mond wieder, da kommt er wieder. Oh, da. Achtung, hier. Kerzen. Oh Gott. So, ne? Trägerrakete ist abgebrochen. Und da ist er. Und jetzt gibt's Geschenke. Jo, und jetzt wir gibt's feiern. Den Millennium Falcon. Willst du das auspacken? Happy End! Ja! Ha! Ja! Oh. Oh, wir fassen uns auch bei Händen. Auch wir haben uns jetzt wieder lieb. Sehr schön. Ja, so schön kann so ein Film enden. Ja. Ja, und jetzt krieg ich meinen Millennium Falcon? Nein! Oh. Dann kriegst du auch keinen. Auch keinen. Ich will auch gar keinen. Dann nehme ich den, den ich dir geschenkt hätte. Sonst den nehme ich jetzt für mich. So, jetzt sind wir auch glücklich. Und ich schenke dir das neue Collier. Ja, sie ist auch glücklich. Ja! Und so geht's eine wunderschöne Serie. Ferien? Genau, wir haben jetzt Ferien. Ferien aus Alucard. Genau. Wir können uns jetzt den Rest des Jahres und die meisten des nächsten wieder hinlegen, weil die nächsten Folgen kommen erst wieder am 1. Dezember 2016. Wow. Machen wir die dann noch wieder zusammen, wenn einmal Handshake. Wenn du das Ende so verhunzt, weiß ich noch nicht, ob ich wieder mitmachen will. Das entscheiden die Zuschauer. Ja, aber die haben ganz viel Zeit dafür. 10 Stimmen brauche ich mindestens, damit ich da mal wieder mitmache. So, frohes Fest. Feiert schön, guten Rutsch, nicht? Und wir hören uns wieder nach Ostern. Kriegt doch den Millennium Falcon, oder? Nein, wir hören uns nach Ostern. Doch, ihr werdet es jetzt sehen. Rezension dann in 2 Wochen vom Millennium Falcon bei klemmbaustein-lyrik.de. Und tschüss. Ihr könnt gespannt sein, was Henry bei klemmbaustein-lyrik von mir rezensiert, nämlich nix.